Wolfgang Küberts Rede gibt es blau gedruckt an der Mahnwache. Was es auch wieder gibt, gibt T-Shirt, Solidaritäts-T-Shirts, mit Taxim ist überall, auch in großen Größen wieder erhältlich am T-Shirt-Stand. Liebe Mitstreiterinnen, das Regierungspräsidium hat sich ja im Juli beim Erörterungstermin zum GWM bis auf die Knochen blamiert und musste diese Veranstaltung abbrechen. Jetzt gibt es den neuen Termin für die Anhörung zum Grundwassermanagement direkt nach den Sommerferien vom 9. bis 12. September und zwar außerhalb von Stuttgart im Kongresszentrum auf dem Messegelände am Flughafen. Der erste Erörterungstermin wurde ja laut Regierungspräsidium aufgrund von Befangenheitsanträgen gegen den Verhandlungsleiter und wegen der angespannten Atmosphäre abgebrochen. Befangenheit ist ja gar kein Ausdruck. Dieser Herr Hendriksmeier, der Verhandlungsleiter, hatte am 22. November 2011, also 6 Tage vor der Volksabstimmung, die S21-Gegner so charakterisiert. Da stehen plötzlich wie Schaum geboren irgendwelche Gestalten und erwarten, dass ihr widerrechtliches Vorgehen auch noch von den Behörden unterstützt wird. Da bin ich doch der Meinung, lieber Schaum geboren als knietief im Dreck. Und apropos Dreck. Laut Stuttgarter Zeitung vom Samstag weiß die Bahn nicht, wohin mit ihrem Baudreck, ihrem S21-Abbau. Das sei ja schließlich Stuttgarter Erde, sagen die Murksplaner im Bahnvorstand und meinen, sie könnten deshalb darauf bestehen, dass die öffentlichen Deponien ihnen das Abkippen von mehr S21 ermöglichen müssten. Und alles natürlich zu noch günstigeren Preisen. An was erinnert uns das? Richtig, das erinnert uns doch stark an die AKW-Betreiber. Auch die wissen nicht, wohin mit ihrem Dreck und machen den großen Reibach auf unsere Kosten und die Kosten der folgenden Generationen. Das bestgeplante S21-Chaos ist seit 20 Jahren Murks in jedem Detail. Der frühere Bahnchef Medorn hat überall größtmögliche Kostenexplosionen eingebaut, um sich aus den öffentlichen Kassen optimal bedienen zu können. Apropos Medorn. Medorn hat verkündet, dass er 2014 einen Mini-Flughafen Berlin-Brandenburg mit höchstens 1500 Flugpassagieren pro Tag, ungefähr 10 Flugzeuge, in Betrieb nehmen will. Wenn er dort fertig ist, könnte er doch wieder im Bahnvorstand anheuern. Und wir sehen heute schon die Schlagzeile 2025. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn will einen Mini-Tunnelbahnhof mit 2 Zügen am Tag starten. Das Brandschutzkonzept ist leider noch nicht fertig. Der schiefe Bahnhofsturm musste sicherheitshalber wegen Verrottung der Eichenpfähle leider doch abgerissen werden. Die Deutsche Bahn entschuldigt sich für die Blamage und muss einräumen, dass sogenannte Parkschützer schon seit über 2 Jahrzehnten auf die Probleme hinweisen. Nein, Schluss mit dem Sarkasmus. Wir wollen keine Entschuldigungen, Herr Gruber. Wir wollen keine Blamage. Wir wollen keine unnützen Großprojekte mit unkalkulierbaren Gefahren, die keiner im Griff hat und für die hinterher niemand die Verantwortung übernimmt. Wir haben ein Recht. Wir haben ein Recht auf einen funktionierenden Bahnhof und funktionierenden Bahnverkehr und wir werden keine Ruhe geben. Jetzt komme ich zu den Terminen. Merkel kommt am Mittwoch, 21. August, das ist übermorgen, 19 Uhr in die alte Reithalle Stuttgart, Haltestelle Liederhalle. Sie wird sich sicher noch gut erinnern an ihren letzten Auftritt bei uns und unsere Merkel-Fans treffen sich schon um 18 Uhr. Und nächsten Montag ab 17 Uhr
leider zeitgleich mit unserer Demo, kommt Peer Steinbrück auf den Esslinger Marktplatz mit dem kompletten baden-württembergischen Stuttgart 21 Lobbyistentrupp der SPD, von Wolfgang Drexler über Ute Vogt bis Nils Schmid. Für Bewirtung und musikalische Umrahmung ist gesorgt, schreibt die SPD. Für die Aufklärung werden aber sicher die Esslinger gegen S21 und viele Unterstützer sorgen. Unser Demozug geht jetzt heute vorbei am Finanzministerium. Dort machen wir unseren Schwabenstreich. Dann geht es weiter zum Marktplatz. Und im Anschluss an die Demo gibt es wieder das offene Mikrofon vor dem Rathaus. Und damit ist die Montagsdemo beendet. Im Anschluss an die Montagsdemo beginnt ungefähr eigentlich 19.30 Uhr, vielleicht wird es jetzt ein bisschen später, eine Solidaritätsdemo mit den Flüchtlingen, die seit Wochen in der Touré-Straße sind. Die Demo beginnt am Marktplatz und endet am Protestcamp in der Touré-Straße. Oben bleiben.